Servus, hallo und willkommen zurück zu Chaos of Deponia, Part 12.678.567.205. Ja, so viele Parts haben wir schon. Nee, Spaß, ist der 12. Part. Im letzten Part haben wir hier mit dem Schnabeltier-Trapper gesprochen und ich muss sagen, ich werde aus der Bestellkarte immer noch nicht so ganz so schlau. Wir brauchen da diesen Glückskeks, dann können wir da in diesem Club hier mitmachen. So, der Glückskeks allein kostet aber auch Geld. Ich schaue es mir jetzt einfach nochmal an, ob ich da irgendein Muster erkenne, weil wir haben ja offensichtlicherweise keine Kohle. Ne? So. Ich kann aus diesem Burger... Was bringt mir das, wenn ich einen großen Burger mache? Warte mal. Wenn ich da jetzt wieder drauf... Dann ist das das große Menü, oder? Genau. Okay. Change it. Ja, ja. Nee, ich muss, vielleicht muss ich es auch so teuer wie möglich machen. Kann auch sein. Aber das würde doch überhaupt keinen Sinn ergeben. Das mache ich zu einem Burger. Den Burger, der ist schon mit Käse, hätte ich gern mal zwei. Das hätte ich gern mal zwei. Einen dieser Burger mache ich zu einem großen. Nee, das klappt nicht. Das sind immer noch zwei Burger. Ich raff's nicht. Ich will's aber nicht überspringen. Warum gibt's denn hier überhaupt keine Erklärung, wie das funktionieren soll? Oder uns fehlt halt tatsächlich ein einziger Groschen. Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Naja, haben Sie überhaupt genug Geld dabei? Ich meine, so wie Sie rumlaufen? Nein, stimmt. Sorry, mein Fehler. Das ist ja das Problem. Vielleicht hat Goal ein bisschen Geld. Aber, naja, okay, gut. Erstmal gucken, was haben wir überhaupt hier für Sachen. Wir haben die Kohle, wir haben Brot. Mit dem Brot habe ich mir überlegt, könnten wir noch was anstellen? Und zwar, muss ich da in den Gadget-Shop oder... Was mache ich eigentlich mit dem Vogelhaus? Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Wenn ich da reingreife? Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt's genug bei Boso an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Ich meine, das Ding hat Zähne. Ich meine, wird es das Brot essen oder so? Okay, ich kann es auch nicht mehr wiederholen. Ja, dann war das Brot da schon mal richtig. Aber was hat mir das jetzt gebracht? Ich gehe mal kurz raus. Das ist nicht raus. Ich wollte eigentlich das Brot zerhäckseln und daraus Brotkrumen machen. Dachte mir, vielleicht können wir dann die Fische füttern oder sowas. So, geh mal raus jetzt. Ich gehe dann wieder zurück ins Bild und dann schauen wir mal, ob da jetzt plötzlich Vögel auftauchen oder sonst was. So. Und? Nichts. Ja, ich finde das halt mega seltsam. Ich kann da auch nichts mehr machen. Und das Ding da oben, ich meine, ich soll da ja irgendwas spannen. Ich soll da irgendwas wegschmeißen. Aber was? Die Hake. Wir haben Wasser. Ich versuche gerade ein bisschen nachzudenken, wo wir was gebrauchen könnten. Die Kerze. Staubsauger. Er macht Lärm. Hier gibt es aber niemanden, der seine Ruhe haben will. Mit ihm hier. Da brauche ich ein Gratis-Coupon. Ich habe gerade echt überhaupt keinen Plan, was ich tun soll. So, Hafen. Ich probiere mal nochmal was. Ich mache da nochmal Zucker rein. Weil es gibt noch eine Sache, die habe ich gar nicht ausprobiert. Und zwar... Die schüchterne Gold steht ja irgendwie auf Widerstandsbewegungstypen. So.
Vielleicht lässt mich ja unser Freund da oben trotzdem mitmachen. Also der Garlef. Wenn ich ihn ganz lieb darum bitte. Was? Kann ich die Kerze anzünden? Okay. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Ja, nice. Die Kohle, die können wir wahrscheinlich im Ofen gebrauchen, da wo der Doc ist. So, wir switchen jetzt einfach mal Goals Attitude, wie man so schön sagt. Wir brauchen die Baby Goal. So, zurück zu Windows 98, bitte. Huch, da war ich wohl wieder mal kurz weg. Habe ich was verpasst? Nicht wirklich. Wie schön. Gut. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Janosch, Janosch. Wer ist denn schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach du grüne Neune. Mit dem romantischen Essen werde ich sie nicht rumkriegen müssen. Also ich rede jetzt einfach mal mit Garlef. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. Weil Janosch war doch sein Kumpel, oder nicht? Vielleicht kann der uns irgendwie ein Treffen mit ihm arrangieren. Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau. Aber ich habe doch offenes Feuer im Mantel. Ja, Mann! Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Okay, Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Na, er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Ja, es ist oft so. Die Leute reden irgendeinen politischen Scheiß und wissen aber gar nicht, wofür sie da stehen. Das war irgendwie in Frankreich auch ganz oft so. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow, der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Ja, das ist es doch. Ich will Gold beeindrucken. Wahrscheinlich ist er der Anführer. Ich muss mit eurem Anführer sprechen. Vergiss es. Der Weg zu unserem Unterschlupf ist geheim. Trefft ihr euch nicht im Keller von Janoschs Mutti? Mag sein. Aber das geheime Klopfzeichen kennen nur die Mitglieder. Darf ich bei euch einsteigen, wenn ich dich im Schnickschnack-Schnuck besiege? Niemand besiegt mich im Schnickschnack-Schnuck. Dann besteht ja keine Gefahr, oder? Das ist richtig. Also okay. Warum nicht? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Yes! So, auf Wiedersehen. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Oh Gott, brauchen wir noch irgendwas? Kann ich mich nicht mit dem Rasiermesserfisch ausrüsten? Ja, komm, wir gehen jetzt einfach. Haben wir das Wolfsspray? Wir brauchen ein Anti-Wolfsspray, bitte. Gott, ich werde das nicht überleben, oder? Ist es hier drin gerade kälter geworden? Was ist das? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur
Ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Dir steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Oh Mann, Alter. Klopapierfetzen. Seltsames Klopapier. Übersät mit kleinen Hubbeln. Kein Wunder, dass... Eigentlich möchte ich gar nicht mehr darüber reden. Kleinen Hubbeln. Wir probieren das jetzt mal erstmal mit dem Ofen. Mit dem Klopapier habe ich eine Idee. Also, wir sollten ja eigentlich von dem Klo die Zeitschrift holen. So. Gibt's aber nicht. Jetzt ist halt die Frage, ob ich das dem Blinden trotzdem in die Hand geben kann und sagen kann, hier, ich habe eine Seite von der Zeitschrift oder sowas. Wo war das denn? Moment, Docs Werkstatt. Genau hier. Da werde ich jetzt die Kohle hintun. Und zünde das an. Ja, lodre, lodre, Ofen brodle. Ja, super, und jetzt? Ich finde hier halt lauter Eier, aber ich kann damit nichts anfangen. Ja, lodre, okay, nee, ich raff. Das geht mir nicht runter, Freunde. Gehen wir mal zum Blinden. So, hier hast du deine Zeitschrift. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Sie ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! What the fuck? Die Gurke der Erkenntnis. Hey, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade eine Eingebung. Man sollte niemals einem Blinden blind vertrauen. Sonst dreht er einem den übelsten Mist an. Ich habe noch eine Idee. Und zwar, pass mal auf. Was ist eigentlich mit dem Angler? In den Hafen. Zum Dock. So, was haben wir hier noch alles? Eimer mit Ködern. Kann ich ihm nicht einfach irgendwas unterjubeln? Hier, guck mal, was ich gefangen habe. Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Ich habe mächtige Cojones, mein Freund. Nein, ich benutze einen pedalbetriebenen Tandemangel. Okay, ja, okay. Das nennt man, ja gut. Ich glaube, wir sagen dann Spezialköder und drehen ihm meinen Köder an. Im Austausch für irgendwas. Ich benutze eine pedalbetriebene Tandemangel. Unsinn. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich benutze reißfeste Angelschnur aus Raupenseide. Auch Seemannsgarn genannt. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich locke die Fische mit meinem unerhörten Charisma an. Das ist genauso gelogen wie widerlich. Wenn du mir dein... Okay, das kriege ich mal weg. Das nennt man Anglerglück. Niemals. Ich erkenne einen Pechvogel, wenn ich ihn sehe. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder.
Ach, sag doch sowas nicht. Es liegt an meiner unglaublichen Lässigkeit. Die ist zwar wichtig, aber bei dir nicht vorhanden. Ein richtiger Angler ist so laid back, dass er ohne Klappstuhl nicht aus dem Haus gehen kann. Wenn du mir da... So, Spezialköder. Ich benutze einen Spezialköder. Ha! Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? So. Hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Pff, ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, kusch. Was will ich denn mit einem Tigerfisch? Hier, nimm meine Gurke. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Ich bin nämlich sehr wohl ein Angler, wenn's recht ist. Bist du nicht. Zum Angeln braucht man nämlich ein Gehirn. Und mit einem Minimum an Gehirn wüsstest du, dass das alles Mögliche ist, aber kein Köder. Warum denn nicht? Das ist ein Köder. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Ist das dein Ernst? Du kannst nicht mal einen Fisch fangen, der bereits an Land liegt? Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Er litt an Epilepsie. Was auch immer. Behalte deinen Köder, bis du wirklich einen Fisch willst. Ansonsten verzieh dich. Vielleicht können wir ihn im Eimer fangen? Warte mal. Wasser rein? Das muss nicht umgefüllt. Okay, alles klar. Wir geben ihnen den Eimer. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder. Nein. Ich bin nämlich sehr... Bist du zum An- und mit... Warte mal. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach ja, reingreifen. Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrig. Kein Vergleich. Okay, kann ich die vielleicht tauschen? Es sind ziemlich... Kein Ver... Nee, ein Glas Wasser? Was soll das denn? Was schon? Mein Spitz, ich bin im... Bist du zum Ang... Und mit... Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Vielleicht stand ich falsch, kann ja auch sein. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spitz... Na gut, vielleicht... Du kannst... Warum stellt er sich dann da hinten hin? Hey, bleib stehen! Ich kann den... Das, den Handstaubsauger? Ich kann da nichts hinstellen. Was soll das? Mensch, ich bin's und... Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja, die Gurke der Erkenntnis rein. Das hab ich mir bereits geangelt. Die Gurke der Erkenntnis. Hey! Ich glaube, ich habe Tat. Man sollte niemals einen Blind... Okay. Abgelaufene Beruhigungspillen. Die bringen mich doch glatt auf eine Idee. Aber woher bekomme ich einen abgelaufenen Neurotiker? Dum-ba-dum-ba-bum. Was können wir dann noch machen? Bosos Kutter gibt's nichts mehr, oder? Was hat's eigentlich mit dem Radar auf sich? Ich kann nicht hier weg. Nicht ohne Goal. Ja, okay, ich hab schon verstanden. Schade. Also, ein paar Sachen haben wir wirklich gut lösen können. Jetzt würde ich sagen, ich starre jetzt einfach offscreen auf meine Gegenstände und überlege mir, wo ich die einsetzen kann. Ja. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!